Die Nachdenkseiten gehören definitiv zum Goldstandard der Alternativmedien, sowohl was die Qualität als auch die Anzahl der Leser betrifft. Dass ausgerechnet sie jetzt bearbeitet werden vom Staat und von sogenannten Gruppen der Zivilgesellschaft wie dem Zentrum für liberale Moderne beweist, dass Deutschland nicht so richtig auf die Pressefreiheit steht. Darüber sprechen wir jetzt mit Albrecht Müller, dem Gründer und Herausgeber der Nachdenkseiten. Im Gespräch. Guten Tag, Albrecht Müller. Hätten Sie sich das vor 2 Jahren vorstellen können, dass mit dieser Macht gegen die Nachdenkseiten vorgegangen wird? Nein, lieber Herr Pohlmann, ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich hätte eher gedacht, dass Menschen, die es gut meinen mit der demokratischen Debatte in Deutschland, dass die Nachdenkseiten feiern und belobigen, und das ist das Gegenteil eingetreten. Mhm. Wir werden richtig verfolgt, anders kann man das nicht sagen. Und das geschieht in einer Weise und mit Mitteln, die ich mir auch nicht hätte vorstellen können. Also propagandistisch geschieht es von Seiten des Zentrums Liberale Moderne mit sogenannten Gegenanalysen, die dann Gegneranalyse genannt werden. Und es geschieht jetzt auch von amtlichen Stellen, indem uns die Gemeinnützigkeit zum 31.12.2022 aberkannt wird. Das hätte ich mir alles nicht denken können. Welche Konsequenzen hat denn diese Aberkennung der Gemeinnützigkeit? Ist das die schärfste Waffe gegen Sie oder wie wirksam ist das? Es ist wahrscheinlich im Endeffekt keine scharfe Waffe. Wir haben ja das auch veröffentlicht, diesen Vorgang. Wir haben unseren Leserinnen und Lesern geschrieben, gesagt, dass so gegen uns vorgegangen wird. Und daraufhin gab es eine unglaubliche Menge von sehr freundlichen, unterstützenden Mails. Und in diesen Mails wurde auch auf den Entzug der Gemeinnützigkeit eingegangen. Und es wurde uns in den meisten mitgeteilt, dass man erstens die Unterstützung der Nachdenkseiten auch ohne Gemeinnützigkeit weiterführen werde und dass man wahrscheinlich auch im nächsten Jahr den Betrag der Spende erhöhen will. Das ist ein sehr gutes Zeichen und das gibt uns eigentlich die Sicherheit, dass wir auch ohne Gemeinnützigkeit weitermachen können. Und dass wir erfolgreich weitermachen können. Erfolgreich heißt immer mehr Leser und Leserinnen gewinnen und eine saubere Arbeit ableisten, eben Fakten bringen, die analysieren, wie heute letztlich Demokratie bei uns kaputt gemacht wird. Das ist ja eines unserer Ziele, dass wir sichtbar machen, wie die öffentliche Meinung manipuliert wird und wie demokratische Meinungsbildung immer schwieriger gemacht wird. Und diese Arbeit können wir, so wie es jetzt aussieht, auch ohne die Anerkennung der Gemeinnützigkeit weitermachen. Mhm. Deshalb stehen wir jetzt vor der Frage, führen wir den Kampf um die Erhaltung der Gemeinnützigkeit weiter oder geben wir das auf und zählen auf die Unterstützung unserer Leserinnen und Leser. Wir neigen ein bisschen zu der letzteren Entscheidung. Mhm. Wie ist denn dieser Angriff eigentlich gelaufen? Soweit ich das verfolgt habe, war es ja ein Journalist, der sich da besonders hervorgetan hat. Vielleicht können Sie es beschreiben. Ja gut, es gibt einen Herrn Meissner, Matthias Meissner, der auf verschiedenen Medien, ursprünglich war er mal beim Tagesspiegel, da hat er schon gegen uns geschossen, dann auf dem Volksverpetzer, wie dieses Medium heißt, und dann eben jetzt auch wieder mit einem großen Artikel im Tagesspiegel. Mich wundert es wirklich, dass dieses Berliner Blatt, dessen Richtung man ja diskutieren kann, aber dessen Funktion als wichtiges Medium in der Hauptstadt ja ohne außer Zweifel steht, dass ein solches Medium sich dafür hergibt, einen Text von Herrn Meissner zu nehmen. Das ist schon eine außerordentliche negative Erscheinung der Entwicklung unserer Medien. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, bei aller Kritik an auch an diesem Konzern, der dahinter steckt, das ist ja Holzbrink,
bei aller Kritik hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Sie dazu greifen. Da muss ich noch eine persönliche Anmerkung machen. Ich habe 3 erfolgreiche Bücher geschrieben, ein besonderes, die Reformlüge. Das ist in einem Verlag erschienen, der zu Holzbring gehört. Und jetzt das Medium, das ich gegründet habe 2003 oder initiiert habe und gegründet habe mit Wolfgang Lieb zusammen, dieses Medium wird jetzt von einem Hauptmedium, nämlich dem Tagesspiegel, dem Berliner Tagesspiegel, der zu diesem Konzern gehört, so massiv angegriffen. Das ist gut, kann man sagen, das ist Pressefreiheit, aber es ist natürlich man muss es sehen, es ist Teil einer Aktion. Ja, also Aktion auf jeden Fall, das wäre auch, wo ich gerne hinkommen würde. Wir haben ja zum Beispiel Sebastian Leber, der auch konstant so schreibt im Tagesspiegel, also eigentlich wie so eine Kanone, die immer in Stellung gebracht wird, um auf die Burgen oder Befestigungsanlagen von anderen Leuten oder auch nur auf Personen, die sich auf freiem Feld bewegen, zu schießen. Was ist das? Also woher kommt dieser Vernichtungswille im Tagesspiegel, sich an dieser Form an Cancel Culture zu beteiligen, dass man Personen und ganze Medien platt macht? Woher kommt das? Was glauben Sie, was dahinter steckt? Also dahinter steckt mit Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die Absicht von Kräften, die offen gar nicht im Spiel sind. Wahrscheinlich Geheimdienste. Und nicht nur unsere Geheimdienste, BND und Verfassungsschutz, sondern auch ausländische Geheimdienste wie der CIA, die es sich zur Aufgabe gesetzt haben, dass nur eine bestimmte ihnen und ihrer politischen Linien dienende Linie durchgesetzt werden soll. Ich will es mal am Beispiel der Ukraine darstellen. Das muss uns doch zu denken geben, dass im Jahre 2014 damals von der Frau Nuland für sie wahrscheinlich versehentlich offen bekannt worden ist, dass in der Ukraine 5 Milliarden Dollar, nicht 5 Millionen, 5 Milliarden Dollar eingesetzt worden sind für die innere Willensbildung in der Ukraine. Das sind NGOs, also Non-Government-Organisationen gegründet worden. Das sind einzelne Leute bezahlt worden, die dafür entsprechende Propaganda gemacht haben. Und wenn das schon in der Ukraine mit 5 Milliarden geschehen ist, dann wäre es doch naiv anzunehmen, dass so etwas bei uns nicht geschieht. Also wenn ich das Chef der CIA wäre, dann würde ich das doch genauso machen. Vor allem, wenn es erfolgreich wäre und kein demokratisches Gewissen hätte, dann würde ich es genauso machen. Ich würde sagen, Deutschland ist ein zentrales Land in Europa, von großer Bedeutung auch für andere Länder dort und andere Völker. Und wir müssen schauen, dass wir die Willensbildung und die Meinungsbildung in Deutschland in der Hand behalten. Und in diesem Bestreben sind die Nachdenkseiten ein Störfaktor. Und diesen Störfaktor müssen wir lahmlegen. Das ist doch wenn man sich mal in die Lage dieser Leute versetzt, dann ist es eigentlich ganz logisch, was wir jetzt erleben. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Das hat faschistischen Charakter, auf jeden Fall antidemokratischen Charakter, aber es ist wahrscheinlich so abgelaufen. Mhm. Und es ist ja hochinteressant, dass Leute wie Marie-Louise Beck und der Füchs, die schon 2014 in der Ukraine auffallend tätig waren im Sinne der USA, dass diese Leute jetzt auch die Hauptmatadore der Feinde der Nachdenkseiten geworden sind. Das ist ja auch daran ablesbar, das gab ja diese Idee von der Integrity Initiative, deren Dokumente geleakt worden sind, wo es im Wesentlichen darum geht, sogenannte Cluster, also Gruppen herzustellen von Leuten, von Journalisten, von Politikern, von Militärs, von akademischen Leuten, NGO-Vertreter, die, wenn ein Thema auftaucht, was im weitesten Sinne mit Russland zu tun hat, die Politik also das heißt die Medienberichterstattung und damit direkt folgend auch die öffentliche Diskussion über die Politik in eine angloamerikanische Richtung beeinflussen sollten. Das ist für ganz Europa konzipiert worden und in Deutschland war das Marie-Louise Beck, die als Ziel, also sozusagen die Chefin
des deutschen Clusters sein sollte. Sie hat gesagt, sie hat nur lockeren Kontakt gehabt, sie wusste das gar nicht, was da mit ihr geplant wurde. Aber sie ist ja jetzt tatsächlich mit der Stiftung Liberale Moderne, also sie und ihr Mann Ralf Füchs, die ausgerechnet unter dem Namen Liberale Moderne, also Illiberalität durchführen, indem sie die Stimmen, die es gibt, begrenzen wollen. Also da müssten wir vielleicht nochmal reingehen. Diese Merkwürdigkeit der Gegneranalyse, die ja auch noch vom Bundesministerium für Familie bezahlt wurde. Also das heißt, da gehen Staatsgelder rein, die Sie diskreditieren, die Nachdenkseiten. Das sollten wir noch mal, ja, Sie versetzen sich noch mal in die Lage der Macher, die Sie jetzt zitiert haben und deren Absichten Sie ja offen kundgetan haben. Für die ist es natürlich wunderbar, wenn sie solche Leute wie Beck und Füchs in Deutschland finden. Es ist ganz wunderbar für Sie, dass Sie in der Grünen Partei waren oder Funktionen bei den Grünen hatten, weil die Grünen ja ein ganz anderes Image haben. Niemand aus meinem Freundeskreis, der weit in den grünen Bereich hineingeht, hätte jemals gedacht, dass die Grünen zur Hauptachse, zum Hauptträger einer Kampagne gegen dieses aufklärende Instrument Nachdenkseiten werden würden. Aber sie sind dazu gemacht worden, das hat man ausgesucht. Und dann, wenn sie der Planer im Hintergrund sind, dann werden sie natürlich auch sagen, wieso sollen wir in den USA unsere Steuerzahler das alles bezahlen? Dann lassen wir die deutschen Steuerzahler mitbezahlen. Und also hat man das Bundesfamilienministerium, das Bundespresseamt und das Auswärtige Amt überzeugt, dass sie diese Gegneranalysen und diese ganze Kampagne mitbezahlen. Ja? Und dann, gut, da kommt ja alles zusammen, dass das Auswärtige Amt mitmacht, hat etwas damit zu tun, dass die jetzige Außenministerin, Frau Baerbock, auch über diese US-amerikanischen Einflussbereich, nämlich über Davos und Young Leaders Programm, mit in die Politik geraten ist. Das spielt alles zusammen. Wieso ist die plötzlich Außenministerin geworden? Wieso ist die bei den Grünen so hochgekommen? Das muss man ja alles fragen. Dann kommt hinzu, dass also diese Hintergrundmächte halt einen gewaltigen Einfluss auf die deutschen Medien haben. Das ist 2014 ja mal offengelegt worden, als die Anstalt noch die Anstalt war. Da haben die am 29. April 2014 einen Teil ihrer Sendung damit bestückt, dass sie zeigten, wie deutsche Journalisten mit US-amerikanischen und atlantischen Organisationen verbunden sind. Da gab es eine Tafelnummer mit Strichen verbunden, die einzelnen Journalisten. Also das spielt alles zusammen. Es muss das journalistische Netz stimmen, wenn man so eine Kampagne macht. Und es müssen die Organisationen her, wie das Zentrum Liberale Moderne. Und es muss ein williger Staat her, also das Familienministerium, das Außenministerium und das Bundespresseamt, die dann auch noch unsere Steuergelder dazu benutzen, demokratische Organisationen in diesem Land zu bekämpfen. Mhm. Ein Skandal sondergleichen. Ja, es geht ja noch eine Runde weiter, kann man sagen, weil es gibt nicht nur diese Liberale Moderne, die jetzt Ihnen hauptsächlich im Nacken sitzt. Es gibt mittlerweile, wie ich auf der EU-Webseite gefunden habe, 21 NGOs, die sich beschäftigen mit, also ungefähr Hälfte, mit Anti-Covid-Fake-News-Politik und mit Anti-Ukraine-Fake-News-Politik. Das heißt, die im akademischen Bereich Leuten einen Arbeitsplatz bieten, die dann Studien erstellen, die man wiederum benutzen kann, um ihnen das Wasser abzudrehen. Das heißt, das ist ja systematisch organisiert. Davon ist diese Liberale Moderne nur ein Teil. Da gibt es noch weitere in dieser Art. Ursula von der Leyen ist eine der zentralen Figuren bei dieser Arbeit. Richtig, ja. Und das sollte man auch, was ist das? Also das heißt, wenn ich es betrachte, kann man... Wie ist die da hingekommen? Völlig geräuschlos ist die Kommissionspräsidentin geworden. Das ist ja auch eine sonderbare Entwicklung. Und da weisen Sie auch auf einen entscheidenden Punkt. Die haben die zentralen Ämter haben die in der Hand. Die Antidemokraten, die neuen Faschisten und Antidemokraten
hängen sich das Mäntelchen der Demokratiefreunde um und gehen gegen demokratische Einrichtungen und gegen demokratische Willensbildung vor. Das ist die Lage heute. Mhm. Also Ursula von der Leyen sollte man tatsächlich betrachten, weil damals war ja ganz jemand anders ausgesucht in dem politischen Prozess. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ein CDU-Abgeordneter, der das werden sollte. Und der musste dann zugunsten von Frau von der Leyen, musste er Abschied nehmen, also von seiner Planung, und hat dann gesagt, er ist auch dabei, er findet das gut. Was anderes wird er auch nicht gesagt haben können. Und dann kam, wie Kai aus der Kiste, kam Frau von der Leyen und hat diese Rolle übernommen. Das ist ein eigentlich entscheidender Punkt. Ich bin mehrmals gefragt worden von ausländischen Kollegen, was ist da genau abgelaufen? Wer steht hinter ihr? Welche Kräfte sind es, die hinter ihr stehen? In welcher Konstellation ist sie dort? Also wir haben es erlebt mit Thank you for the Leadership Bill, und wir sehen ihre blau-gelben Kostüme, die sie immer anzieht. Damit ist die Sache klar, wo sie hingeht. Aber wie ist sie da hingekommen? Also das ist doch eine interessante Frage, die mit der zusammengeht, die Sie am Anfang gestellt haben. Wer steht eigentlich dahinter? Also für mich ist, um das so zu sagen, für mich ist die Merkwürdigkeit, dass hier keine deutschen Interessen vertreten werden. Also die deutsche Wirtschaft wird ja, also wenn man davon ausgeht, die deutsche Wirtschaft hat einen Einfluss auf die deutsche Berichterstattung, kann man sagen, nein, offenbar nicht so. Denn wir gucken gerade zu, wie die an die Wand gefahren wird und kaputt gemacht wird. Das ist doch eine ziemlich absurde Situation, ja, dass wir die Leitmedien haben, die eine amerikanische Geopolitiklinie vertreten und sich nicht wirklich darum kümmern, was in Deutschland passiert. Ist gut, aber Sie weisen darauf hin, dass wir manches unserer Vorurteile jetzt korrigieren müssen. Und eines dieser Vorurteile ist eben gewesen, dass die deutsche Wirtschaft die deutsche Politik und die deutschen Medien wesentlich beeinflussen. Offenbar gibt es noch mächtigere Einrichtungen im Hintergrund. Das ist eine Feststellung, die man jetzt auch wirklich mit Recht machen muss. Das kann man sozusagen experimentell fast sagen, weil was anderes passiert ja nicht. Das nochmal zu der Frage, was nehmen Sie an? Also Victoria Nuland, es gibt ja so ein paar graue Eminenzen, die diese Außenpolitik, die also dabei sind, Europa in Stellung zu bringen in diesen Machtkampf USA-China. Fällt Ihnen noch jemand ein, den man im Auge behalten sollte? Ja gut, der mit ihr verbundene Ehemann Kagan. Dann aber, ich denke schon, dass es weite Bereiche der Administration der USA auch sind, die voll damit dahinter stecken. Ne? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, gleich Namen zu nennen. Aber Sie können voll davon ausgehen, dass der CIA in seiner Zentrale und auch in seinen Ablegern hier bei uns, die beschäftigen ja 22.000 Leute, ja, 22.000 Leute alleine. Und NSA hat wahrscheinlich noch mal genauso viele Leute. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass von diesen 22.000, ich sag's mal, mindestens 100 Leute, wahrscheinlich sind es mehr, auf Deutschland angesetzt sind, ja, und hier bei uns wirken. Und was die zu veranstalten vermögen, was die zu planen vermögen, was die zu organisieren vermögen, das muss man sich mal vergewärtigen. Das ist wirklich eine bedrohliche Entwicklung. Nur machen, das ist ja kein Thema in Deutschland. Mhm. Niemand schreibt darüber, niemand analysiert, wo sind welche Agenten der USA und der CIA tätig. Und wie spielen zusammen mit dem BND? Das ist ja nicht mehr offengelegt, obwohl es ja gute Bücher über den CIA gibt und seinen Einfluss. Das hätte man eigentlich nur fortführen müssen, was man früher in der Nazizeit und danach erlebt hat, und hätte es auf heute übertragen müssen. Und dann wüsste man sehr deutlich, wo man suchen muss, um herauszufinden, wie solche Kampagnen in Gang setzt, wie wir sie heute erleben. Aber dass es so weit geht, dass ein Medium wie die Nachdenkzeiten, wirklich ein Medium, das weder irgendwo rechts ist noch, wir sind ja nicht mal marxistisch, ja. Also, dass wir sind ja, wenn man so will, ein bürgerliches, demokratieförderndes Instrument. Ja, mit ganz normalen Ansprüchen. Wir zeigen auf, wie die Menschen manipuliert werden. Wir zeigen auf,
wie ein Thema, ich habe das gerade geschrieben und belegt mal, welche Verdienste um die demokratische Willensbildung die Nachdenkzeiten sich erworben haben. Nehmen Sie mal nur ein Beispiel. Ja. Das muss ich hier bei dieser Gelegenheit nochmal nennen, weil es so deutlich zeigt, welche erfolgreiche Aufklärung wir betrieben haben. 1998 im Wahlkampf fiel mir auf, ich habe da irgendwie einen Sens für sowas, fiel mir auf, dass die deutsche Versicherungswirtschaft und Bankenwirtschaft ganz große Anzeigen, ich weiß nicht, welche Farbe, in grün und schwarz eingeschaltet hat, wo die darauf hingewiesen haben, dass der demografische Wandel dazu zwinge, dass wir unsere Altersvorsorge in Richtung Privatisierung oder Teilprivatisierung verschieben. Das war 98. Dann kam die Regierung Schröder im selben Jahr, also nach dem Wahlkampf und dann Anfang der Nullerjahre, also 2001, 2002, fing die Regierung Schröder an, das praktisch umzusetzen. Und mit dem Hinweis auf den demografischen Wandel, den Leuten zu erzählen, dass die gesetzliche Rente alleine nicht mehr ausreichen wird, sondern dass wir das privatisieren müssen. Und dann ist das weitergetrieben worden und dann hat der damalige Arbeitsminister, früherer Vize der IG Metall, Walter Riester, dieses umgesetzt. Und dann gab es die Riester-Rente und die Rürup-Rente und die Entgeltumwandlung bei der betrieblichen Altersvorsorge. Und wir, die Nachdenkzeiten, haben wie kein anderes Medium darüber aufgeklärt, dass das eine Kampagne zugunsten privater Interessen ist. Das konnte man sogar, da brauchte man gar nicht lange recherchieren. Einer der Hauptprofiteure war der Finanzdienstleister Carsten Maschmeyer. Und der hat mal öffentlich verkündet damals, es ist so, als würden wir auf einer Ölquelle sitzen mit dieser Umstellung. Ja. Wir, die Nachdenkzeiten, haben fast alleine das beschrieben. Das ZDF und die ARD haben alle mitgemacht bei dieser Kampagne, haben uns alle erzählt, dass der demografische Wandel verlange, dass die Privatvorsorge eingeführt wird. Das ist ein Beispiel. Ich habe 6 Beispiele, ich könnte 30, 50 Beispiele aufzählen, Belege dafür, welche aufklärerische Arbeit die Nachdenkzeiten in den 19 Jahren geleistet haben, die sie jetzt bestehen. Und obwohl das so eigentlich auf dem Tisch liegt und jeder kann es sehen und begreifen und man muss nur ein bisschen zurückgehen, behauptet man jetzt das Gegenteil, wir seien nicht gemeinnützig und das Finanzamt hat sogar, aber nicht aus eigenem Antrieb aus meiner Einsicht, das Finanzamt in Landau hat also geschrieben, dass ein Rückblick, eine Durchsicht der Artikel, die wir geschrieben haben, belege, dass wir nicht gemeinnützig seien, da kann ich nur lachen. Ja, das ist jeder zweite Artikel hat einen aufklärerischen Charakter und einen demokratiefördernden Charakter. Und das alles nicht im Modus der Radikalität. Ich wiederhole nochmal, wir rufen uns nicht in jedem zweiten Satz auf Marx oder irgendwas Ähnliches, was dann das Bürgertum schrecken könnte, sondern wir machen wirklich fundamentale demokratische Fortbildung jeden Tag. Und das wird nicht anerkannt, sondern wird bestraft. Das ist schon ein beachtliches Phänomen. Ja, es zeigt auch, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wie man berichtet. Wenn man nicht auf Linie ist, dann ist die Qualität unerheblich, es ist die Ausrichtung unerheblich, es sind die Ziele, die man versucht zu erreichen, unerheblich. Es ist einfach ist nicht auf Linie, muss weg. Ja, also ist das, was dabei rauskommt. Jetzt mal eine Frage, von wem gab es denn Unterstützung für Sie? Also Sie müssen jetzt nicht sagen von Leuten, wo Sie es nicht sagen wollen, aber das würde mich interessieren. Wie viele Leute haben Sie angesichts dieser Tatsache, Sie, um das nochmal zu erwähnen für die Leute, die es nicht wissen, Albrecht Müller war Wahlkampfmanager von Willy Brandt, er war Wahlkampfmanager auch für Helmut Schmidt. Also Sie sind ja tief verdrahtet in der SPD, auch wenn Sie sie zunehmend kritisiert haben. Gibt es da noch Leute, die Ihnen zur Seite stehen? Also die sagen, okay, wir wissen, wer Albrecht Müller ist und rechtspopulistisch und Querfront, so wie sie tituliert worden in dieser sogenannten Gegneranalyse von der liberalen Moderne, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sowas behauptet. Gab es das? Das ist auch durch nichts belegt. Also die Unterstützung gibt es schon von einigen früheren Genossen, sage ich es mal, Sozialdemokraten,
Einen kann ich öffentlich nennen, das ist Uwe Thomas, der war mal Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und Staatssekretär Forschung und Technologie in Bonn. Aus dieser Zeit kennen wir uns und wir haben uns in letzter Zeit immer wieder ausgetauscht und waren gemeinsam in Sorge um diese SPD und um die Entwicklung insgesamt. Es gibt einen alten Freund von mir, der mich 1963 für die SPD angeworben hat. Der war mal Kämmerer in München. Der und dessen Frau, mit denen bin ich immer noch befreundet, und die sind auch noch in der SPD und die unterstützen mich halt auch. Ansonsten gab es keine großen Wortmeldungen, also weder der hiesige Landtagsabgeordnete und Minister in Rheinland-Pfalz noch die Finanzministerin, die eigentlich zuständig wäre für die Beurteilung auch dieses Vorgangs der Aberkennung der Gemeinnützigkeit, noch die Ministerpräsidentin haben sich bisher gemeldet. Gut, die haben anderes zu tun, als sich um die Frage der Gemeinnützigkeit der Nachdenkzeiten zu kümmern. Aber es wäre eigentlich auch im Sinne der Meinungsbildung in diesem Lande, wenn wir da von diesen Stellen Unterstützung bekämen. Das würde ich mal sagen. So, ich würde das bei denen auch noch mal persönlich abladen. Aber es ist erstaunlich, wie still es ist. Das gilt nicht für unsere Leser und Leser, das habe ich vorhin am Anfang gesagt. Ja. Wir haben gewaltige Unterstützung ist da gekommen und auch eine teilweise unglaublich begründete. Also heute früh kam eine Mail von einer Frau, die die juristische Seite des Bescheids und der Begründung des Finanzamtes auseinandergenommen hat und gezeigt hat, welche Brüche dort drin sind, welche Vergröberungen der Argumentation. Das ist wirklich ein tolles Papier von 3 oder 4 Seiten. Sowas kriegen wir von unseren Leserinnen und Lesern. Die anderen sind, ja, wer sollte, gut, unterstützt hat uns auch erstaunlicherweise die Welt. Ja. Mhm. Welt hat Lübberding hat einen Artikel geschrieben, in der diese Lipmod auseinandergenommen worden ist und die Nachdenkzeiten auch positiv vorkommen. Das sind so die erstaunlichen Dinge. Aber ansonsten, Herr Pohlmann, ist bei dieser Geschichte zu beachten, dass ja die in den letzten 10 Jahren die kritischen Medien weggefallen sind. Die Taz als kritisches Medium funktioniert nicht mehr. Die Zeit funktioniert nicht mehr. Der Spiegel funktioniert. Also mit funktionieren meine ich jetzt, die sind nicht mehr ein wesentlicher Beitrag der demokratischen Debatte. Und ansonsten würde, also vor 20 Jahren hätte der Spiegel jetzt mich unterstützt oder die Frankfurter Rundschau und die Zeit und die hätten das auseinandergenommen und die Taz sowieso. Aber das ist ja das Interessante der Entwicklung der letzten 10 Jahre, dass diese kritischen Medien nahezu alle umgedreht worden sind. Auch das ist, muss man sich vorstellen, auch das ist systematisch geschehen. Der Spiegel ist systematisch von einem aufklärenden Blatt in ein Kampagnenblatt verändert worden. Anders kann man das gar nicht sehen. Mhm. Und das spielt natürlich jetzt auch wieder eine Rolle. Ja? Wir kriegen keine Unterstützung von denen. Wir hätten diese Medien die ganze Zeit schon Partner eines solchen Mediums wieder in Nachdenkzeiten müssen. Wir hätten sagen müssen, wunderbar, da ist wenigstens ein Medium, das gelegentlich mal darauf aufmerksam macht, wie wir selber in einen anderen Strom geraten, der nicht mehr unserer Urabsicht entspricht. Und dann sagen wir, bravo, wir halten diese Kritik, die ihr da formuliert, für berechtigt. Und das Ganze ist sozusagen eine einvernehmliche, urdemokratische Willensbildung, die da stattfindet. Nein, das ist vorbei. Und das merken wir halt auch jetzt, dass wir von einigen anderen Webseiten, also Portalen im Netz abgesehen, alleine dastehen. Mhm. Es ist dieses alleine dastehen ist ja ein Kriterium, was man sich so gar nicht vorstellen konnte. Ich habe das erste Mal gehört, als ich in Russland gedreht habe, wo das war für mich völlig überraschend, dass da gesagt wurde, ja, die Blogger und die normalen Medien, die arbeiten zusammen. Da gibt es nicht
nicht diese Trennung. Bei uns ist ja Alternativmedien. Wenn man dort dabei ist, dann ist man persona non grata auf der Seite der, wie immer man das nennt, Mainstream- oder Qualitätsmedien, ist das strikt getrennt. Das ist doch jetzt in gewisser Weise wieder. Also das heißt, diese Freund-Feind-Schematik, die sich daraus gebildet hat, ist der entscheidende Faktor, wie was bearbeitet wird und nicht die Frage, dass man sagt, Moment mal, wir haben unterschiedliche Meinungen, was Sie jetzt von der Welt gesagt haben. Die werden ja nicht unbedingt mit Ihnen einer Meinung sein, aber die Welt ist in der letzten Zeit öfter aufgetreten, dass sie diese Standardfreiheiten versucht hat, hochzuhalten. Das ist ja absurd eigentlich. Man kriegt das eher von der konservativen Seite Unterstützung als Taz und die Grünen sind das Gegenteil. Die sind die Einpeitscher. Ja. Ja, das sind die Leute, die Guillotine schmieren, aber nicht dafür sorgen, dass sie abgebaut wird. Ja, ja, das müsste eigentlich so Politikwissenschaftler und Medienwissenschaftler dazu bringen, mal zu untersuchen, wie das eigentlich gekommen ist. Wie es kommt, dass Medien, die mal angetreten waren, wirklich von der progressiven Seite her das ganze Medienverhalten und das politische Verhalten zu untersuchen, wieso die so eingekauft worden sind. Das ist eigentlich eine wichtige Aufgabe von Medien- und Politikwissenschaftlern, aber das geschieht halt auch nicht. Ich habe mir auch das übrigens, Sie haben das Stichwort genannt, ich hatte mir das auch so gedacht, dass wir ein Medium sind und werden, das Partner der etablierten Medien ist. Ja? Man muss mal an den Ausgangspunkt zurückdenken. Die Nachrichtenseiten sind ja nicht gegründet worden gegen irgendein anderes Medium, sondern der Ursprung war ja, dass damals im Oktober 2000, im Oktober 2000 wurde die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet. Mhm. Wir haben eine Pressekonferenz, ich weiß noch das Datum, 12. Oktober 2000, eine Pressekonferenz gemacht in Bonn und haben diese Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vorgestellt. Und das war ganz klar sofort erkennbar. Das ist eine Initiative der Metallindustrie und der Arbeitgeber, um öffentliche Meinung zu machen. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Davon hat mich Klaus Steg damals angerufen, hast du gehört, was da passiert ist. Ich habe mir das angeschaut. Der Kuratoriumsvorsitzende war ein früherer Kollege von mir, Hans Tietmeier. Oh, okay. Der Tietmeier war Grundsatzreferent im Wirtschaftsministerium, als ich 1968 in Bonn als Redenschreiber des damaligen Wirtschaftsministers angefangen habe. Also ich kannte den Tietmeier ganz gut und wusste, wie der denkt. CDU-Vorsitzender von Bad Godesberg und die ganze konservative Milieu im Hintergrund. Also hat er diese Initiative ergriffen und sie haben diese Initiative gegründet und daraufhin habe ich dann gedacht, Mensch, da muss man was dagegen setzen. Und irgendwann im Januar oder Februar 2001 kam mir dann die Idee, eine Internetseite zu gründen, die sich auch mit dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft auseinandersetzt. Das war der eigentliche Ursprung. Es war also nicht gegen ein anderes Medium gerichtet, sondern es war gegen eine neue Lobby-Einrichtung gerichtet, die konservative Gesellschaftspolitik vertreten sollte. Und wir wollten das Gegenteil vertreten. Dass wir dann Konkurrenz und auch Kritiker der Hauptmedien geworden sind, hat wirklich mehr damit zu tun, dass sich diese Medien so verändert haben. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber das war nicht die Urabsicht. Ja. Die Nachrichtenseiten waren nicht gegründet als Kritiker der deutschen Medien, sondern als Ergänzung und als stark ausgerichtet auf dieses Thema der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, nämlich die Vertretung des neoliberalen Glaubens. Ja. Und ich als Ökonom, und Wolfgang Lieb als Jurist und Gesellschaftspolitiker, wir haben uns halt vorgenommen, aufzuzeigen, dass diese Gesellschaft nicht nach diesem neoliberalen Schema betrieben werden sollte, sondern dass da ganz andere Elemente, nämlich Sozialstaatlichkeit und für mich als Ökonom auch sehr wichtig, die alten keynesianischen Vorstellungen von einer aktiven
Wirtschaftspolitik zur Förderung von Arbeitsplätzen und Erhaltung von Arbeitsplätzen mit dazugenommen werden sollten. Da muss man den Hintergrund einfach auch noch sehen, dass in den 70er Jahren diese erfolgreiche keynesianische Politik begraben worden ist mit massiver Propaganda. Da hat man Keynes is out, hat man gesagt. Und damit war ein wirtschaftspolitisches Instrument diskreditiert, das wichtig war der normalen Bevölkerung, den normalen Menschen, die einen Arbeitsplatz suchen, zu helfen, dass es den gibt mit einer entsprechenden Makropolitik in der Ökonomie oder denen, die, deren Arbeitsplatz unsicher ist, zu helfen, dass er sicherer wird. Das war das Hauptanliegen am Anfang. Und dafür haben sich die Nachdenkseiten auch immer eingesetzt. Wir sind im Grunde einer der Hauptmatadoren für die Wiedereinführung der keynesianischen Makroökonomie in die Politik. Das war mal out. 70er Jahre ist das kaputt gemacht worden, systematisch übrigens, ja. Und auch mit allen Methoden, also Gutachten, die gezeigt haben, wie erfolgreich die Makropolitik war, die sind verschwunden. Da gab es ein IFO-Institut-Gutachten, das ist verschwunden. Wir sind dafür eingetreten und eigentlich brauchen, ich habe so etwas salopp geschrieben, eigentlich hätte ich gedacht, wir kriegen das Bundesverdienstkreuz und stattdessen haben wir die Aberkennung der Gemeinnützigkeit bekommen. Wenn man sich das jetzt anschaut, dass die Nachdenkseiten als ein ganz klar ein Qualitätsmedium mit hohen Ansprüchen, das auch moderat ist, also das in die Richtung einer fortschrittlichen Sozialdemokratie zielt, die aber auch geopolitisch die Position Deutschlands gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber Indien, gegenüber Afrika, all diese Sachen unabhängig beleuchtet, dann können wir sagen, so schlimm wie es jetzt ist, dass man damit abgeschaltet wird, das ist ja eine Katastrophe. Also wenn man mit vernünftigem Journalismus ausgebotet wird, also egal, die kleinbürgerliche Variante ist ja fleißig sein und gut arbeiten und dann hat man Erfolg. Und bei Ihnen ist fleißig sein, gut arbeiten, hat man Erfolg und deswegen wird man abgeräumt. Also das, wie gehen Sie damit um? Wie werden Sie damit umgehen? Es ist gut, dass Sie dieses Thema, nämlich des Umgangs mit anderen Völkern, ansprechen. Dieses, nämlich auch die Frage von Krieg und Frieden, hat wahrscheinlich im Hintergrund eine ganz große Rolle gespielt für die Entscheidung, uns zu bekämpfen. Das glaube ich auch. Ja. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Man muss vielleicht da mal dran erinnern, was in der Geschichte war und wie die interessierte Wirtschaft, in diesem Fall die Rüstungswirtschaft, nicht nur die deutsche, sondern die ganze westliche Rüstungswirtschaft reagiert. Da muss man sich mal vergegenwärtigen, dass im Oktober 1990, also schon sehr lange her, diese Regierungserklärung von Willy Brandt abgegeben worden ist. Und da gab es einen zentralen Satz zu diesem Thema. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das heißt, also wenn Sie das jetzt mal auf heute übertragen, nehmen Sie einfach mal diesen Satz, hängen Sie sich an die Wand. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und lesen Sie jetzt mal die Zeitung, wie Frau Baerbock über Russland redet. Wir wollen Russland ruinieren. Wenn man ein guter Nachbar sein will, dann will man nicht ein anderes Volk ruinieren, sondern man will zusammenarbeiten mit dem. Das ist der gravierende Unterschied. Und da die Nachdenkseiten bei dieser Frage von Krieg und Frieden nicht einen Fußbreit aufgegeben haben, dafür einzutreten, dass wir nur gut überleben und die Welt nur gut überlebt, wenn wir daran arbeiten, dass alle Völker gute Nachbarn sein wollen und dass nicht die Lösung der Außenpolitik der Krieg ist. Also die Fortsetzung der Politik mit Krieg ist keine Lösung für unsere Welt, sondern es ist ja so schlimm, die Waffensysteme sind so schlimm, dass man doch gar nicht anders machen kann, als zu versuchen. Und zu versuchen, friedlich miteinander auszukommen. Und das bedeutet zuallererst auch, dass man kein Feindbild aufbaut. Und da ich ja so alt bin, das ist ja vielleicht sonst ein Handicap, aber in diesem Fall ist es ja etwas Gutes. Da ich alt bin und ganz früh politisiert war, mit 12 Jahren etwa, das war 1950, habe ich schon miterlebt,
wie damals eine kleine Gruppe unter der Führung des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der damals CDU war und Innenminister im Kabinett Adenauer, und der gesagt hat, ich mache diese Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland nicht mit, denn das führt nur zu einer Konfrontation zunächst einmal der Bundesrepublik zur DDR und dann auch West gegen Ost, und das wollen wir nicht, und deshalb bin ich gegen diese Wiederbewaffnung. Das war damals, und das ist dann von Adenauer beiseite geschoben worden und dann wurde aufgerüstet. Und dann endlich kamen wir 1969, vorbereitet schon 1963 von Brandt und Bahr in Tutzing, und dann 1966 nach Bildung der Großen Koalition kamen wir zu dieser wunderbaren Lösung, dass wir die Hand ausgestreckt haben, und die Völker im Osten haben diese ausgestreckte Hand angenommen, und wir haben uns verständigt, haben Verträge mit Moskau, mit Prag, mit Warschau gemacht, haben die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geschafft und die OECD. Das waren alles unglaublich große Fortschritte. Und dann ist in den 90er Jahren begonnen worden, das ist von einigen Leuten auch schon sehr gut nachgezeichnet worden, ist begonnen worden, diese Verständigung wieder aufzulösen. Und dahinter steckt natürlich die Rüstungswirtschaft. Ich kann die ja verstehen, wenn ich der Boss eines großen Rüstungsunternehmens und ausgestattet mit der notwendigen Charakterlosigkeit wäre, dann hätte ich natürlich auch gesagt, wir müssen alles tun, um diese Deutschen und die anderen Völker in Europa, die sich verständigen wollen, davon abzuhalten. Und wir müssen wie in den 50er Jahren, als Sowjetsoldaten mit grimmigem Blick abgebildet worden sind in deutschen Plakaten und Zeitungen, wir müssen da wieder zurückkommen, dass wir aus den Russen und aus den Chinesen unsere Feinde machen. Und dann müssen wir Politiker gewinnen, wie die Frau Baerbock, die sagen, die ganze Entspannungspolitik war leider ein Fehler. Ja, das muss man sich mal vorstellen, was zurzeit heute abläuft. Und Einrichtungen, die für Demokratie sorgen wollen, müssten eigentlich Frau Baerbock verfolgen und nicht mich. Ja? Insbesondere, weil Frau Baerbock, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, hat in einem englischsprachigen Interview hat sie gesagt, dass sie, wurde berichtet, sie stand an der Oder und guckte auf die Oder und dachte an die Kämpfe, die ihr Großvater dort geführt hat, und sagte, ich stehe auf den Schultern meines Großvaters, der hier bereits gegen die Russen gekämpft hat. Das ist eine Traditionslinie, die abenteuerlich ist, ja, die, richtig, wenn sie jemand anders sagen würde, automatisch zu führen würde. Und ich möchte noch etwas erinnern, das ist 1968, marschieren die Sowjets in der Tschechoslowakei ein, wo Dubček den Prager Frühling losgetreten hat, also sozusagen ein Vorläufer von Gorbatschow, wenn man so will, das wird brutal beendet. 1969 kommt Willy Brandt an die Regierung, 1970 ist ein Kniefall in Warschau und dann beginnt die erfolgreiche Zeit der Ostpolitik. Das heißt, wenn man nicht in dieser Zeit wie jetzt anfängt zu reden, wann dann? Also die Attitüde von Frau Baerbock, dass wir jetzt nicht reden sollten, kann man widerlegen mit dieser erfolgreichen Politik von Brandt aus dieser Zeit. Heute würde ja wahrscheinlich nur gefordert werden, dass Willy Brandt aus der SPD ausgeschlossen werden müsste, in der Taz, in der Zeit und bei den Grünen. Ja. Richtig, ja. Ich kann da noch ein kleines Detail zu beitragen, wie anders man reagiert hat. Ich war 1968, als diese Einmarsch der Sowjetunion und des Warschauer Paktes in Prag geschah. Da war ich im Wirtschaftsministerium und Redenschreiber von Schiller. Und da gab es einen sehr, wie ich finde, sehr sympathischen parlamentarischen Staatssekretär, Klaus-Dieter Arndt. Bei dem war ich wegen einer Rede von Schiller bei der Besprechung. Und dann kam die Sekretärin rein und erreichte ihm einen Ticker, wie man das damals nannte. Da stand eben drauf, dass wurde gemeldet, dass die Sowjetunion in Prag einmarschiert sei. Da hat Klaus-Dieter Arndt zu mir gesagt, das ist schrecklich, aber wir machen weiter. Das heißt, der war zuständig für die Förderung des Handels mit Ostdeutschland und Osteuropa auch zu. Also der war ganz engagiert in der Entspannungspolitik 1968. Und da hat er mir im August 1968 eben nicht, wie Frau Baerbock reagiert hätte, jetzt müssen wir aber wieder gegen die Russen und so weiter vorgehen, sondern er war voll auf der Linie, dass wir uns verständigen müssen und dass auch so ein schreckliches Ereignis wie dieser
Einmarsch uns nicht dazu bringen kann, zurückzufallen in den Kriegsmodus, sondern dass wir verhandeln müssen. Und das ist, wie Sie das geschildert haben, die Abfolge war ja fantastisch. Ja? 68 Prag, 69 schon das, was ich zitiert habe, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Mhm. 72 der Vertrag mit Moskau, 70 der Vertrag mit Warschau, 73 der Vertrag mit Prag, also eine ganz schnelle, und 75 die KSZE, eine wirklich schnelle Abfolge der Politik der Verständigung. Setzte aber voraus, dass man den Willen hat, sich zu verständigen und dass man nicht so wie Sie das zitiert haben von Frau Baerbock auf den Schultern des Großvaters steht und Krieg führen will. Ja. Kann ich auch eine wunderbare persönliche Geschichte beisteuern, weil es auch so typisch, will ich schon mal sagen. Mein Großvater war nie im Krieg, hat einen Sohn im Ersten Weltkrieg schon verloren, also meinen Onkel, und war ein begeisterter Krieger. Also nie im Krieg, aber er hatte Zeitschriften vom 70er Krieg und ich war damals 12 und habe ihn ein bisschen gepflegt. Dann hat er mir immer erzählt, dass wir demnächst wieder gegen die Wackes, die Welschen, das so nennt man hier die Franzosen, und Elsa so vorgehen müssten. Und das habe ich mir angehört und wir haben es halt nicht gemacht. Und heute wohne ich 12 Kilometer von der elsässischen französischen Grenze entfernt und wir bekriegen uns nicht mehr. Und die Franzosen rüsten auch nicht gegen uns auf und wir rüsten auch nicht gegen die Franzosen auf. Warum sollen wir das gegen die Chinesen tun? Warum sollen wir es gegen Russland tun? Das muss man sich doch mal klar machen, welch ein Wahnsinn das ist, auch im Vergleich mit dem Umgang, den wir mit anderen Völkern pflegen. Ja, ich will nochmal darauf hinweisen, diese Politik war ja erfolgreich und hat allerdings auch, muss man auch sagen, dazu geführt, dass Olaf Palme, der mit Egon Bahr und Willy Brandt, der große Architekt dieser Ostpolitik war, Olaf Palme ist ermordet worden. Und der Mord an Olaf Palme ist eine finstere Geschichte, die wie bei Kennedy angeblich mit einem Einzeltäter beantwortet werden soll, was ich persönlich in Zweifel ziehen möchte, sondern da war die furchtbare Friedensmöglichkeit Gorbatschow, Palme, die sich treffen wollten und wo alle Türen offen waren. Das war ja klar, dass zwischen Gorbatschow und Palme ganz andere Dinge möglich sein würden als mit Brezhnev und den westlichen Leuten. Also das ja am Rande, aber diese... Nee, das ist nicht am Rande, das ist ganz zentral. Das ist auch deshalb zentral, ich will Sie nicht kritisieren, sondern nur ergänzen. Nur zu, Sie dürfen auch kritisieren. Zentral, weil man sich auch klar machen muss, dass die diese finstere Politik betreiben, die Politik des Krieges und der kriegerischen Auseinandersetzung und der Aufrüstung statt der Abrüstung, dass diese Leute auch zu allen Mitteln greifen. Ja. Das ist ein Lerneffekt, den ich versucht habe mit meinem Film, also sozusagen im Hinterkopf zu platzieren. Das muss man wissen. Also man hat es nicht mit harmlosen Leuten zu tun, die sagen, naja, hat nicht geklappt, dann halt nicht. Diese Leute sind entschlossen und sie schrecken vor wenig zurück. Und mittlerweile schrecken sie auch vor Wabankspielen nicht zurück, weil sie mit ihren Aktionen, die gefährlich waren, Erfolg hatten. Und jetzt die neue Regel ist, man hat ja Erfolg. Da können wir ja mit der Aberkennung der Gemeinnützigkeit eigentlich noch ganz froh sein, weil das ein vergleichsweise harmloses Mittel ist. Ja, das ist es ist absurd. Ja, wir haben es jetzt eigentlich. Ist etwas aus Ihrer Sicht, was wir noch beleuchten sollten? Also Nachdenkseiten, wir haben gesagt, ich meine, Sie sind die Zeit der Alternativmedien, so habe ich sie immer genannt. Wenn ich Leuten gesagt habe, wenn die mir gesagt haben, Alternativmedien, Ken Jebsen, habe ich gesagt, guck dir mal Nachdenkseiten an. Das ist sozusagen solide, wie es geht im Journalismus. Das ist der Modellfall. Und damit nochmal, wenn man das attackiert, dann sind alle attackierbar. Dann wäre eigentlich sogar Publikationen aus dem Mainstream attackierbar. Es ist einfach klar, hier wird, wie ich in der Anmod gesagt habe, diese Regierung steht nicht so auf Pressefreiheit und auf demokratischen Diskurs. Das muss man mittlerweile konstatieren. Das ist nicht übertrieben, glaube ich. Oder wie sehen Sie das? Ich will wenigstens noch ergänzen und hoffe, das wirkt nicht falsch. Ich will ergänzend darauf hinweisen, dass unsere Arbeit eigentlich nur möglich ist, weil es Leserinnen und Leser gibt, die uns tolle Informationen schicken. Also die Nachdenkseiten beginnen ja werktäglich mit den sogenannten Hinweisen des Tages. In diesen Hinweisen des Tages erscheinen
im Schnitt 15 bis 20 Hinweise auf interessante Artikel, auf Artikel, die wir empfehlen und auf Artikel, denen wir, und Medienereignissen, also denen wir widersprechen. Und zweimal in der Woche kommen auch noch Videohinweise. Diese Hinweise verdanken wir unseren Lesern und Lesern. Also die schicken uns die. Und wir verdanken auch viele, viele andere Beiträge den Leserinnen und Lesern. Also das ist das Tolle, dass wir inzwischen nicht nur auf die Produktivität der 5 oder 6 redaktionell tätigen Mitarbeiter der Nachdenkseiten angewiesen sind, sondern ganz wesentlich auf der Zuarbeit und der Hilfe unserer Leserinnen und Leser angewiesen sind. Und diese Kombination ist schon alleine großartig. Ja, das ist, geht ja weit über die normalen Leserbriefspalten einer Zeitung hinaus. Es ist eine wirklich aktive Mitarbeit von aufgeweckten Menschen an einem Medium zur Förderung der Demokratie. Vielen Dank, Albrecht Müller, für das Gespräch. Und ich hoffe, dass die gewonnenen Einsichten Sie dazu führen, bei Nachdenkseiten auch mal wieder reinzugucken. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolut. Das denke ich auch.